Ich laufe morgen nochmal die 800 Meter dann im A-Lauf und schau mal, was dann noch so geht zeitlich. Holger macht dir wieder Tempo und dann denke ich, sollte es passen. Es war eigentlich so, dass WM-Norm für uns eigentlich nie ein Ziel war. Der Fokus war gar ganz klar auf U23M und Universiade. Und deshalb gehe ich da einfach ohne Druck rein, gucke morgen, was geht. Und eigentlich wird auch wieder der Fokus schon auf die U23M gelegt und wollen dann nochmal einen guten Aufbau machen, dass ich dann da auf jeden Fall angreifen kann. Finale ist schon auf jeden Fall ein Ziel von mir und dann kommt es natürlich mal darauf an, wie die anderen jetzt noch laufen. Dann werde ich die Meldeliste anschauen, wie es aussieht, wo ich gemeldet bin und wie die anderen drauf sind. Dann in einem Finale über 8 Meter kann immer alles passieren. Also Ziel erstmal Finale und dann muss man natürlich schauen, wie der Finallauf dann abläuft.